vom Rheinstein. Sie saß oben auf der Lauenburg, auf der höchsten Zinne und schaute sehnsüchtig nach der Zinne des Rheinsteins und ob dort oben endlich die weiße Freundfahne gehisst werden würde. Aber sie wartete jeden Tag vergebens. Der Frühling kam und ging, und der Sommer und der Herbst und auch der Winter. Und der Vater des Ritters Alwin vom Rheinstein, der schickte Boten nach Jerusalem. Die sollten gucken, wo er denn bleiben würde. Und dort wurde den Boten erzählt, Graf Alwin, der hätte doch schon vor vielen Monaten das Schiff heimwärts genommen. Aber das Schiff sei in einen furchtbaren Sturm geraten und mit Mann und Maus untergegangen. Keiner hätte es geschafft, keiner. Und so hisste nun auf dem Rheinstein die schwarze Trauerfahne. Und auch Minna war in Trauer. Nicht so aber ihre Feste. Denn auf der Lauenburg, da wurde ein Fest nach dem anderen gefeiert. Mila interessierte sich freilich überhaupt nicht für die. Sie trauerte um ihren Alwin. Irgendwann sagte sie, Vater, ich werde keinen dieser Prinzen heiraten. Aber die Prinzen und Edelleute sagten, wenn du sie uns nicht geben möchtest, nicht einem von uns, sind wir denn schlechter als Graf Alwin. Nein, wenn sie keiner von uns bekommt, dann gibt es Krieg. Einen musst du nehmen, sagte der Vater. Und sie sagte, gut. Ich weiß etwas. Ich möchte dem Mann, der mich später zur Frau bekommt, eine Probe mit auf den Weg geben. Und diese Probe ist so, dass auch mein Alwin sie nicht gescheut hätte. Also, wer um meine Hand anhalten möchte, muss diese Probe bestehen. Ja, gut, sagte der Vater. Aber keine Probe der Welt wird die Männer davon abhalten, weiter um deine Hand anzuhalten und um dich zu werben. Minna sagte, ich hoffe, wenn sie die Probe hören, ich hoffe, dann wagt es niemand mehr. Tag darauf kam drei. Wenn ihr die Hand meiner Minna haben wollt, dann müsst ihr etwas tun, was Graf Alwin auch getan hätte. Ihr kennt doch das tiefe Krüsohl unten im Bodental. Ja. Da, wo der Teufelshund sitzen soll, holt die Goldkrone, die Brunhilde im Sprunge verlor, bringt sie meiner Minna und es wird eine Hochzeit geben. Der Schöne, der wollte eigentlich nur einen Kaffee. Der Kämpfer, der sagt, ein Drachen im Selgetal und war verschwunden. Und der singen konnte, der versuchte, diese Worte in Verse zu verpacken und in der nächstbesten Stadt zu Geld zu machen. Aber um ihre Hand anzuhalten, das wagte keiner mehr. Und endlich hatte Minna ihre Frau. Dann aber kam es doch zu einem Festbankett. Das Geburtstagsfest des Grafen von der Lauenburg war angesagt und alle reichen und edlen Leute des Landes kamen. Aber es kam ein Schwert gegen sein Schild zu hauen und zu sagen, wer es wagt, den Burgherrn dieser Feste des Meineids zu beschuldigen, des Burgbruches, dem will ich meinen Fehdeschuh ins Gesicht hauen. Wenn es eine Probe zu bestehen geht, dass ich Minna ganz als meine Frau nehmen kann, dann will ich diese Probe gerne eingehen und siegreich aus ihr hervorgehen. Und damit waren alle zufrieden. Und das Fest konnte weitergehen. Minna aber, die hat ein großes und schweres Herz bekommen. Wie sollte jemand diese Probe bestehen? Das war unmöglich. Aber Alwin tröstete sie. Minna, mein Herz, ich habe schon ganz andere Dinge bestanden. War Perlentaucher, als ich Gefangener bei den Muslimen war. Ich habe für ganz andere Sachen gekämpft. Für die Liebe. Für die Liebe bestehe ich auch diese Probe. Nun ja, ob es so kommen wird? Der erste Versuch war
war, am Bodetale lang zu klettern, über Steine, durch die tiefen Wasser. Aber es war kein Hinkommen. Der zweite Versuch war, sich abzuseilen vom hohen Rostrapp. Aber der Felsen brach unter seinen Füßen weg. Er schlug hart gegen den Fels und brach sich das Bein. Seine Mann konnten ihn nur mit Mühe und Not wieder hochziehen. Und das Bein, das musste verheilen. Ha. Aber, ihr lieben Männer, es gibt Schlimmeres, als sich von seiner Frau umsorgen zu lassen. Den lieben langen Tag, als sich trösten zu lassen von Gesang und von Wein. Und Minna fragte, reicht es dir nicht? Reicht dir nicht meine Liebe? Reicht es dir nicht zu wissen, dass mein Herz nur für dich schlägt? Müssen wir uns ganz gehören? Ja, sagte Albi, ich möchte dich ganz an meine Frau und ich werde es wieder und wieder und immer wieder wagen, bis zu meinem letzten Tag. Und dann war es Winter geworden. Eine bittere Kälte zog durch Tal und über die Berge. Und Graf Albin, der sprang in Minnas Schlafkammer und sagte, morgen, Minna, morgen bist du mein. Gott hat unserem Herzen und unserer Liebe einen Weg gebahnt. Er hat die Bode zufrieren lassen. Ich kann auf der Bode bis zum Grüsorgen hinspazieren, hineinspringen und die Krone holen. Wie tief wird es schon sein? Morgen, Minna! Feiern wir ein Fest. Am anderen Tage wehten auf dem Rheinstein zwei Fahnen. Eine weiße Freudenfahne und eine schwarze für den Fall der Trauer. Graf Albin vom Rheinstein ließ sich die letzte Salbung im Kloster Ventusen geben und bat den Pfarrer, zwei Reden vorzubereiten. Einmal für die Trauung und in der Streu, der Kämmer und der Stelle und in der Schenke von meiner Tante lud sie dem Reis aus. Dann, ich hab 6 Taler Erbe. Wird das reichen? Ja, für die 6 Taler werde ich dich schon in die kleinen Künste einführen können, denke ich. Und dem Abt sagten die beiden, ja, wir müssen heute los nach Südrode ins Dorfe. Wir müssen neues Brot holen und Käse und Fleisch. Und diesen Mönch, der soll mir helfen. Und beide zogen am anderen Morgen los. Und der Himmel, der war lustig dran. Und die Vögelein, die zwitscherten, nur zu, nur zu. Und so war der Mönch natürlich fleißigen Schrittes. Und wer die Reisaushöhe kennt, der weiß, dass das eine ganz schöne Höhe zu bewältigen ist. Aber für den Mönchen in seiner Vorfreude die geheimen Künste der Nächstenliebe kennenzulernen. Für den gab es keine Wahl. Gott wollte es. Und wie sie so in dieser Schenke ankam, da roch es im Reis aus nach modrigem Holz und alten Sardinen. Und der Diener, der flüstert zu seiner Tante Luzi, Luzi, möchtest du dir für 3 Taler, möchtest du dich einfach mit einer kleinen Tätigkeit 3 Taler verdienen? Ach ja, geh gern, was soll ich denn dafür tun? Weihe diesen Mönchen die Geheimkunst der Liebe an. Darauf verstehst du dich doch. Ja, er hat ein schönes Gesicht, wir werden schon unseren Spaß miteinander haben. Und als sie den Abwasch getan hatte und ihre Schürze ausgezogen hat, das war eine Schmucke, nicht mehr ganz so jung, aber sie sah noch aus wie eine Frau. Dann nahm sie den Mönch an die Hand, entkleidete ihn in ihrem Zimmer, zog sich selbst ganz nackend aus. Und dann klingelte nicht das Telefon. Nein, nein, meine Damen und Herren, das wäre ja schlimm gewesen, das Liebesspiel vorzeitig beendet. Nein, das Telefon klingelte nicht. Der Mönch, der lag steif wie ein Brett auf dem Bett und betete zu Gott, dass der ihm eingeben würde, was er denn tun soll,
aber die Sau antwortet. Die ließ ihn ganz alleine. Und Luzi freilich, die streichelte ihn und neckt ihn und küsst ihn. Und ihm fielen nicht mal die Evangelien ein. Er drehte sich weg, aber sie war empört darüber, dass er ihren glutvollen Ofen nicht beachtete. Wie könne denn das sein? Beherzt gab sie ihm einen Tritt in den Allerwertesten. Der Mönch setzte sich auf. Der Mönch, der sprach den Diener an. Wenn das die Lösung ist, wenn eine Tracht Prügel die Lösung ist, dass ich die Frucht der Sünde verliere, dann schlag mich, dann tritt auf mich ein. Ich will dir auch den Rest meines Erbes geben. Nun ja. Wenn es denn sein soll. Ja. Tu's ruhig richtig. Und er entblößte das nackte Hinterteil dem frischen Wind und sagte, deine Schläge und deine Stockhiebe, die sollen von Gott gesegnet sein. Treib es mir aus, die Frucht meiner Sünde. Und wie der Hintern knallrot war von den Schlägen, da hupste plötzlich von hinten aus dem Gebüsch ein kleines Häschen vorne durch die Beine und sagte, hey, es ist geschafft, es ist geschafft. Dina, hast du nicht gesehen? Ich war mit einem wunderschönen Hasen schwanger. Mein Sohn, leb dein Leben! Und der Mönch und der Diener, die gingen beide, jeder auf seine Art, glücklich heim. Und als wirklich der Mönch überdrüssig war von diesen Geheimnissen der Liebe, schaut er.